So, jetzt bin ich nochmal live. Mein Handy hat den Geist insofern aufgegeben, weil dran ist Überhitzung. Jetzt weiß man circa, wie heiß es bei uns ist. tut mir leid. Ja. Ist so, damit muss man leben. Es passieren immer wieder Hoppalas. Shit happens, heißt so schön. Damit muss man einfach umgehen. Das heißt, wir starten jetzt ganz einfach nochmal von neu, was ja überhaupt kein Thema und überhaupt kein Problem ist. Letztens habe ich ein Posting gemacht über Geduld, ja, als Gott die Geduld vergeben hat, habe ich es nicht abwarten können, weil ich nicht die Geduld dazu hatte. Und somit muss man auch mit Facebook und diesem technischen Schnickschnack sehr viel Geduld haben. Ist halt so. So, Patricia wird wieder hinzugefügt. Ich probiere da. Ja, hallo Patricia. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Keine Ahnung, warum das mich wieder rausgeschmissen hat. Also ganz komisch. Mein Handy war dann tot und hat gemeint Überhitzung. Deswegen habe ich jetzt einfach Handy gewechselt, habe mein zweites Handy genommen und. Das passt ja. Keep cooling, Sonja. Genau, ich werde jetzt mein Handy werde ich ins Eisbad schmeißen, glaube ich. Ich glaube, das braucht es mehr als ich. Das ist das Sensationale. Unglaublich. Keep cooling. Also, du hattest ja erzählt eben. Und ich hatte dich gefragt wegen den Live, ob das Gruppencoachings sind oder Einzelcoachings, die man da machen kann mit der Methode. Nur mal kurz zum generell einfach zu wissen, wie das abläuft. Wenn man sagt, ja, das interessiert mich. Beides. Beides, man kann Einzelcoaching machen und man kann Gruppenkurse machen. Also der Fundamental Workshop mache ich ab 3 Personen, bis so maximal 15, dann muss ich wirklich auf jeden Einzelnen dann wirklich konzentrieren und fokussieren. Also mehr geht nicht, da braucht man einen zweiten Instructor dazu. Oh, und, wow. Ja, oder Einzelcoaching geht auch, mache ich auch hin und wieder, vor allem Personen, die eine Krankheit haben, die sie mit den anderen vielleicht nicht teilen wollen oder die an Depressionen leiden und das vielleicht nicht öffentlich sagen wollen vor anderen, die machen dann so Einzeltrainings. Cool. Und also erzähl jetzt einfach mal. Ich frage jetzt nichts. Erzähl jetzt einfach mal, wie, wo, was. Ja, na, sehr, sehr gerne. Angefangen hat das Ganze mit mir 2015. Ich war auf einem Seminar über Mindmanagement. Also ich beschäftige mich ja, ich bin auch Glückscoach und mache so Mindmanagement-Sachen. Und dort sehe ich eine Werbung, wo der Wim Hof vorkommt, ja, wo er so 50 Meter unterm Eis schwimmt. Und man dachte, ein Vollwahnsinniger, interessiert mich gar nicht. Und das war eine Werbung für ein Heizjacket, ja, das war für eine Heizjacke. Da habe ich gesagt, wow, diese Heizjacke, die brauche ich unbedingt, die ist lässig. Weil ich bin immer, oder ich war immer so enorm erfroren. Und das haben ja viele Frauen, sage ich mal, vor allem das Problem, dass sie immer so 2-3 Schichten mehr brauchen als die Männer oder als alle anderen. Und ich war extra erfroren immer. Und haben mir gedacht, ja, nein, das ist nichts für mich. Irgendwas mit der Kälte, das kann nicht meins sein. Das Jahr drauf bin ich wieder auf dem gleichen Seminar, weil ich mache Seminare gern öfters, um wirklich alles mitzubekommen. Und bringt er das schon wieder. Ja, und schon wieder über diesen Wim Hof. Ich denke mir, dieser Wim Hof ist ein Wahnsinniger. Ja, der kann ja nicht normal sein. Habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Da haben wir gedacht, nein, egal. Ja. Und dann fliege ich nach Amerika. Und das ist jetzt das wirklich Interessante. Ich fliege nach Amerika, mache dort ein 4-Tage-Seminar, live große Convention mit 14.000 Leuten. Und wer kommt dort auf die Bühne? Der Wim Hof. Und da haben wir gedacht, gut, der verfolgt mich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn von innen plötzlich so ein Drang kommt, ich muss den kennenlernen. Und dieses Convention Center ist ja riesengroß. Ja? Das ist riesengroß, ich bin auch Laufcoach und deswegen haben wir gedacht, der Typ muss irgendwann aus diesem Center rauskommen. Ich laufe einfach so lang um das Gebäude herum, bis er rauskommt. Und das habe ich dann noch gemacht und habe ihn tatsächlich getroffen. Und er ist vor dem Haupteingang gestanden, komplett relaxed, hat mit den Leuten gesprochen, also gar nicht abgehoben oder auch nicht abgeschirmt und ist keine Security und gar nichts. Also wirklich ganz toll am Boden geblieben. Und dann habe ich ihn kennengelernt und sobald ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, so ein super Typ, ich mache den Videokurs. Und habe halt angefangen mit diesem Fundamental-Videokurs von seiner Homepage.
Ja, und dann war das eine riesige Challenge, weil man fängt auch an, nicht nur mit der Atemtechnik, sondern auch mit dem Kaltduschen. Und das war, ich sage es einmal so, wie es ist, schrecklich am Anfang. Das war mehr als aus der Komfortzone raus. Und ich habe da wirklich langsam angefangen, das ist ein 10-Wochen-Kurs, und ich habe den 10-Wochen-Kurs nicht in 10 Wochen geschafft, sondern ich habe halt, ich glaube, dann 3, 4 Monate dafür gebraucht. Wow. Und habe mir dann aber auch ein Ziel gesteckt. Also ich glaube, wenn man ein Ziel hat, zieht man Dinge mehr durch. Ja. Das glaube ich ganz fest. Und habe mein Ziel gesteckt, und zwar, das war das Neujahrsschwimmen am 01.01.2018. Ich habe gesagt, ich organisiere Neujahrsschwimmen. Ich gehe am 01.01. bei uns im See. Also ich wohne auch an einem See. Und ja, ich gehe dort in den See am 01.01. Habe auf Facebook ganz groß geschrieben, ja, wer geht mit? Es melden sich wirklich ein paar Wahnsinnige, die da mitmachen. Wir haben gedacht, okay, jetzt muss ich. Ja. Und wir waren dann wirklich am 01.01. im See. 4 Grad hatte der See, und es war herrlich. Ja? Also wenn du diesen Videokurs mal hinter dir hast und du an die Kälte gewohnt bist, es war einfach nur schön. Wie lange Wirklich nur warst schön. du da im See? Wir sind um einen Steg eine Runde geschwommen. Ich war vielleicht 2 Minuten. Aber Ja. geschwommen. Also nicht nur schnell rein, Genau. nass machen, sondern wirklich wow. Okay. Genau. Ja, genau. Wir waren dann diese 2 Minuten drinnen, und das war super. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache weiter. Ich mache den Advanced-Kurs. Ich will Instructor werden. Der Advanced-Kurs ist beim Wim Hof zu Hause in Strü in Holland. Und das ist schon ganz, ganz witzig. Also da sitzen dann die zukünftigen Instruktoren in Eisbädern zusammen, und du atmest. Also diese Atemtechnik ist enorm wirkungsvoll, ja, sehr heilend, auch sowohl, also ich sage jetzt mal, normale Krankheiten wie auch Mental Illness, also psychische Krankheiten, Depressionen und so weiter. Und was dort abgegangen ist bei dem Advanced-Kurs, ist unglaublich, ja, was die Leute geweint haben, was sie gelacht haben, weil die richtige Atemtechnik einfach enorm viele Emotionen hervorruft. Und ja, Advanced-Kurs, dann habe ich gesagt, gut, mache ich den Master auch noch, und der Master ist der absolute Hammer. Ja, also du bist eine Woche in Polen, es war im Dezember, und du bist eine Woche einfach in der Kälte. Ja? Also im Badeanzug spazierst du bei 0 Grad draußen herum, das ist völlig normal. Du gehst zwischendurch einmal im Fluss, ja, ein bisschen abkühlen, weil 0 Grad sind ja doch ein bisschen warm. Gehst dann hinaus, trocknest dich nicht ab, du setzt dich hin, hältst deinen Fokus, meditierst oder machst, es gibt den Horse Stance, das ist eine ganz bestimmte Art zu stehen, von Wim Hof, wo man dann wirklich den Fokus auf sich und seinen Körper richtet. Ja, und das Ganze um die 0 Grad. Fließwasser ist übrigens kälter als stehendes Gewässer, weil es ständig frisches, kaltes Wasser auf deine Haut kommt. Bei stehenden Gewässern bildet sich langsam dann so ein Film. Ja, das ist das, was du gemeint hast, wie du den See warst. Man gewöhnt sich dran. Wenn du stehen bleibst, gewöhnst du dich dran. Wenn du dich weiter fortbewegst wieder, wird es wieder kühler. Wow, ja. So, und was ist Ja? dann so für Ja? dich jetzt der persönliche Output gewesen aus, ja, das ist eine Haufen Ausbildung, oder? Da passiert ja auch was bei Ja. dir. Was ist für Ganz dich viel. Also, so wow, ja. erstens ziehe ich mich jetzt an wie ein normaler Mensch. Ich bin nicht mehr so erfroren. Ich kann mit Kälte viel, viel besser umgehen. Ich kann mit Hitze auch besser umgehen. Und das ist gerade jetzt, jeder sagt Hitzewelle, ich sage Sommer dazu. Jetzt gerade in dieser Zeit ist es halt auch eben bei uns 31 Grad gerade im Schatten. Wenn du mit Kälte besser umgehen kannst, kannst du mit Hitze besser umgehen. Das heißt, du kannst deinen Körper trainieren, so wie du einen Muskel trainierst du deinen Körper auch, was die Temperatur anbelangt. Und das ist einmal ein riesengroßer Vorteil. Der zweite Vorteil ist, ich spüre mich selbst wieder. Ich habe sehr viel im Außen gelebt. Immer dort und dort und das muss ich machen und so weiter. Und ich habe durch die Wim Hof Methode wieder zu mir gefunden. Und nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene, dass ich mich selbst endlich wieder spüre. Und dann, also dieser Fokus setzen, der dort ganz, ganz, ganz stark ist bei der Wim Hof Methode, hilft mir einfach im Alltag. Joe Dispenza sagt das ja auch, dass du präsent bist, dass du im Hier und Jetzt bist. Und genau das machst du eben nicht mit Meditation, sondern eben mit der Atemtechnik und vor allem dann im Eisbad. Und im Eisbad, und das ist das Schöne an der Wim Hof Methode, kannst du nur im Hier und Jetzt sein. Du kannst nicht dran denken, was werde ich am Abendessen. Das funktioniert nicht.
Du kannst deinen Tagesplan nicht im Kopf durchgehen, wenn du im Eisbad sitzt, sondern du bist im Hier und Jetzt. Sprich, das ist, ich sage jetzt immer, das ist die körperliche Ergänzung zum Joe Dispenza. Und wenn du jetzt da so im Eisbad sitzt, oder? Erzähl mal, was geht da in dir was vor oder versuchst du eine Leere zu finden? Das ist ja immer schwierig, oder? Was machst du da? Also ich bereite mich mal vor mit Atemtechnik und mit diesem Horse Dance, mit Fokus. Konzentriere mich ganz auf mich selbst. Dann steige ich ins Eisbad rein. Und so wie du hast selber gemerkt, wie du heute im See warst, ab einer bestimmten Stelle, also circa ab hier da, ab Brusthöhe, ja, dann geht es so, ja, dann hat man keine Luft. Ja. Ich bin nachher nochmal rein und habe den Kopf drunter getan. Das war sehr schwer. Wow, ja, das ist fortgeschritten. Also das mache ich zum Beispiel beim Fundamentalkurs noch nicht. Ja, also bei gut, dem, aber bei dem ja Grundkurs auch hier. Hier sehr heiß, weißt du, also es ist ja draußen okay, warm, okay. Es ist ja was anderes, oder? Es ist nur das Wasser kalt, draußen die Luft ist warm. Ich glaube, wenn du beides kalt hast, dann ist der Hammer. Ja, es ist aber, naja, es ist beides eine andere Challenge, weil der Temperaturunterschied von heiß zu kalt einfach größer ist im Sommer. Und die Challenge im Winter ist, du kommst raus, ist trotzdem auch noch 0 Grad oder minus Grade und musst da im Fokus bleiben. Also es hat beides so seine extra Challenge. Aber was mache ich im Eisbad? Im Eisbad ist es so, du konzentrierst dich, du versuchst eben dann nicht zu atmen, sondern langsam auszuatmen und wirklich deinen Fokus zu halten und du spürst dich einfach selbst. Das ist, ich gebe ein Beispiel am besten. Letztens habe ich einen Workshop gehabt und da war ein Mann, der knapp vom Burnout ist, und er sagt, er ist schon wirklich am Anfang und er muss da irgendwie raus. Der hat im Eisbad so zum Heulen begonnen, weil er sich selbst gespürt hat. Ja, der hat geweint und geweint und er sagt, was ist das? Das bist du. Du spürst dich. Ja, und der war so dankbar, weil er sich selber wieder gespürt hat. Und gerade in der heutigen Welt, ja, ich meine, wir sind gerade jetzt auf Facebook und das ist auch super und ich liebe die Social Media, weil man wirklich Themen verbreiten kann. Allerdings, wenn man 24/7 auf Facebook hängt, ist das kontraproduktiv. Ja? Genau. Das heißt wirklich, wenn man nur im Außen lebt, nur im Leben der anderen Menschen, dann muss man irgendwie zu sich selbst finden und das ist sehr schwierig. Und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht dafür, aber durch die Wim Hof Methode habe ich einfach geschafft, wieder den Fokus auf mein Leben zu richten, auf meine innere Stärke. Und das ist der nächste Punkt zu deiner Frage. Ich habe die innere Stärke in mir entdeckt. Weil oft ist es so, ich kann das nicht, ich schaffe das, ich weiß nicht, bin ich gut genug? Also diese klassische Frage, bin ich gut genug, schaffe ich das? Und gerade bei uns Frauen und was Kälte anbelangt, ist es, ich habe das zuerst ganz kurz schon erwähnt, in dem vorigen Video, Videoversuch, bei der Instruktorausbildung 39 Leute, davon 6 Frauen. Ja, 33 Männer. Das ist genau andersrum Frauen, wie bei Dr. Joe Dispenza. Ja, vielleicht ist da Joe Dispenza ein bisschen attraktiver als der Wim Hof. Nein, also es ist wirklich, dass, wenn man das schafft als Frau, ja, natürlich Männer auch, ja, aber ich habe es für mich in meiner Weiblichkeit einfach gemerkt, wenn ich das schaffe, mit Kälte umzugehen, dann schaffe ich noch viel mehr in meinem Leben. Und ich traue mir jetzt um so viel mehr zu als davor. Weil ich weiß, ich habe das geschafft, dass ich in einem Fluss bei Minusgraden gesessen bin. Und ja, Wasser kann übrigens Minusgrade haben. Ja, nur reines Wasser, also reines H2O, gefriert bei 0 Grad. Sobald irgendwelche Verunreinigungen, Salze, Schlamm drin sind, kann es ganz weit runtergehen. Ja, also minus 10 Grad, minus 20 Grad Wasser kann durchaus auch noch flüssig sein. Ja, wenn du Salz reintust, bleibt es immer flüssig. Genau. Ja. Genau. Da ist die also gesättigte Salzwasser, ich glaube bei minus, schieß mich tot, ich weiß nicht, aber ganz viel Minusgrade, ja, brauchst du da. Nur so zur Info, weil viele sagen, ja, du kannst ja nicht in einem Minuswasser sitzen. Ja, oh, ja, genau. Geht, ja. Also ich höre das einfach sehr, sehr oft, ja. Gehst du dann mal an die Arktis zum Schwimmen irgendwann mal? Also im Moment ist unser See reicht mir völlig aus, beziehungsweise mache ich dann im Dezember eine Wanderung bei uns in der Nähe, also in der Nähe von Wien,
auf einem Berg, das ist so zwei Tageskurs, wo wir wirklich mit dem Schnee spielen, im Schnee wandern gehen. Also natürlich nur in Shorts und kurzen Leiberl. Weil die Männer haben oft einen freien Oberkörper, wir Frauen dürfen einen Top anziehen. Wow. Und dann geht man halt in der Kälte spazieren. Schweigend, wohlgemerkt. Schweigend, weil damit du deinen Fokus halten kannst. Eben, weil wenn du verlierst, ist es gefährlich, oder? Da gibt es Erfrierungen, oder nicht? Nein, also Erfrierungen, das dauert schon eine Zeit. Und vor allem, wenn du in einer geführten Gruppe bist und wenn du einen Instruktor dabei hast, der weiß halt ganz genau, was zu tun ist, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Und bei der Ausbildung war es zum Beispiel auch, also die Abschlussprüfung war, auf einen Berg hinaufzugehen, Snieska, Schneekoppe in Polen. Der hat auf Gipfel minus 15 Grad gehabt und du bist dort halt in Shorts und in kurzen T-Shirt, gibt es auch nette Fotos dazu. Und da musst du deinen Fokus halten und wir gehen halt rauf auf den Berg, wir zukünftigen Instruktoren und es hat geheißen, wir sollen schweigen, unseren Fokus halten und das war aber so leicht. Ja, und wir waren nach einer Woche so trainiert, dass wir gesagt haben, ja, dann quatschen wir halt ein bisschen, haben angefangen zum Reden, haben, ja, wie geht's dir, bla bla bla, und sind ins Reden gekommen. Und nach 5 Minuten, ich schwör's dir, uns ist so kalt geworden, haben gesagt, okay, wieder zurück, Fokus halten. Und ja, das lernt man halt dann wirklich. Und genau das hilft im Alltag so viel, wenn du gestresst bist, wenn du im Außen bist, wenn du, ja, dass du sagst, okay, stopp, Fokus. Da bin ich wieder, zurück zu mir. Und dafür ist die Methode der absolute Hammer. Und du hast jetzt vorher gesagt, eben, das ist eine gute Ergänzung zu der Meditation von Dr. Joe Dispenza, ja, oder? Weil das ist ja auch das, ja, was ich in meinem Coaching immer sage. Du kannst nicht in der Früh, keine Ahnung von mir aus, 3-4 Stunden, wie lange du auch willst, meditieren. Irgendwann mal musst du wieder ins Leben eintreten. Und dann musst du lernen, wie du diesen Meditationsfokus sozusagen im Tag dir erhältst und durch den Tag trägst, oder? Und das musst du üben. Das kannst du nicht einfach machen, oder? Das ist ja genau das. Also ich gebe dir zu 100% recht. Und deswegen sage ich, es ist eine gute Ergänzung, ja, weil was ich mache, wenn ich komplett gestresst bin, also es klingt jetzt blöd, bitte lacht nicht, ja, aber ich habe eine Tiefkühltruhe, da habe ich Wasser hineingelassen und ich setze mich einfach für 1 Minute in die Tiefkühltruhe, damit ich den Fokus wieder finde, ja. Und was man aber machen kann, wenn man quasi anfängt, ist einfach zu duschen. Das ist schlicht, ganz, ganz einfach. Das ist eine super Ergänzung zum Joe Dispenza und das würde ich jedem empfehlen. Geht unter die Dusche, wenn ihr gestresst seid. Wenn ihr sagt, oh, ich weiß nicht mehr, wie man im Kopf steht. Unter die kalte Dusche, Sonja, unter die kalte Dusche. Oder? Ja, geht zuerst unter die warme und dann dreht es langsam auf kalt. Ja, also ich bin ein Fan von langsam die Dinge steigern und nicht gleich volle Pulle hinein, sondern wirklich langsam die Dinge steigern und sich langsam an die Kälte gewöhnen, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß. Wenn ich jetzt ganz klein auf kalt drehe und stehe 5 Sekunden drunter, dann kann ich sagen, check, geschafft. Und am nächsten Tag mache ich 6 Sekunden. Und am nächsten Tag mache ich 7 Sekunden. Ja, dann steigere ich das einfach ganz, ganz langsam. Und wenn ich dann mal 2 Minuten unter der kalten Dusche stehen kann und den Kopf auch noch drunter geben kann, dann ist das die beste Methode zum Entstressen, neben natürlich den Meditationen von Joe Dispenza. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was die Leute mit der Sauna machen, oder? Nachher sollte man ja theoretisch dann auch kalt duschen. Genau, richtig. Nur nach der Sauna ist es ja wenig Challenge, sage ich jetzt einmal. Dein Körper ist aufgeheizt, du bist erhitzt. Und nach der Sauna ins kalte Wasser ist wesentlich einfacher, als wie wenn du einfach so ins kalte Wasser gehst oder wenn du beim Duschen halt auf kalt drehst. Also nach der Sauna ist es eigentlich relativ leicht, ja. Jetzt würde ich eben gerne noch über Heilung reden, weil hier gibt es ja wirklich viele, die in die Gruppe gekommen sind, weil sie daran glauben, dass Heilung möglich ist und eben Heilungssuchen von auch vielfach sogenannten Voodoo, Curse, verfluchten Krankheiten, die eben scheinbar unheilbar sind. Ich glaube ja persönlich überhaupt nicht, dass eine Krankheit unheilbar ist. Wie stehst du dazu? Genau, ich auch nicht. Und wie kann da die Wim Hof Methode unterstützend sein? Welche Erfahrungen gibt es da auch? Also wirklich körperlich, weißt du, wirklich, sagen wir, ja.
nicht Depression oder mental, so etwas, was man wirklich merkt, diese Einschränkung täglich. Ja, sehr gerne. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich glaube auch nicht an unheilbare Krankheiten. Und zwar habe ich das gelernt, dass ich nicht mehr dran glaube. Ich selbst habe für mich schon einige Dinge bewegt, von trockener Haut, nicht mehr trockener Haut und andere Dinge. Aber jetzt ganz konkret zur Wim Hof-Methode. Wenn man zum Beispiel googelt Wim Hof, und da hat es ein Experiment, folgendes Experiment gegeben, dass man, und deswegen kann man das so super nachvollziehen. Er hat seine Atemtechnik gemacht, ist dann an 100.000 Geräte angehängt worden und dann hat man ihm ein E. coli-Bakterium gespritzt. Sprich, so ein Bakterium, das so Kältesymptome sollten auftreten. Das heißt, du bekommst Fieber, du bekommst Schüttelfrost und du bekommst Kopfweh. Und er hat es geschafft, sein Autoimmunsystem nachweislich zu kontrollieren, dass er diese Dinge nicht bekommen hat. Das heißt, der Wim Hof beweist und auch die ganzen Instruktoren inzwischen, dass du mit Hilfe von dieser Methode in dein sogenanntes Autoimmunsystem, das gar nicht so autark ist, dass du eingreifen kannst mit der Atmung, mit dem Kaltduschen. Und das ist im Prinzip eine Parallele zum Joe Dispenza, der sagt, du kannst das auch, aber eben nur, also oder eben mit Mental und mit Meditation. Und deswegen sage ich Ergänzung, weil dort machst du es wirklich körperlich. Mit dieser Atemtechnik kannst du definitiv und nachgewiesenermaßen dein Immunsystem stärken. Du produzierst ganz gewisse Hormone, die einfach einer Krankheit entgegenwirken. Zum Beispiel eine Erkältung. Ich habe keine Ahnung mehr, was eine Erkältung ist. Ja, das gibt es einfach nicht mehr. Ja, und wenn ich spüre irgendwo, es kommt was, sofort Atemtechnik und erledigt. Ja, also das ist innerhalb von Sekunden, oder Sekunden, solange die Atemtechnik halt dauert, und es ist, wie soll ich sagen, es ist erledigt. Es gibt es einfach nicht mehr. Und das ist nachgewiesen, das ist so schön. Also das ist zum Beispiel was, also Erkältungen, solche Dinge, Grippeerscheinungen und so weiter. Aber Krebs? Wenn man die Methode macht. Krebs, also jede Krankheit, oder so gut wie jede Krankheit, fängt an mit irgendeiner kleinen Entzündung im Körper, auch Krebs. Ganz am Anfang ist immer irgendwo eine Entzündung. Und die Wim Hof-Methode ist entzündungshemmend. Das heißt, wenn du die regelmäßig machst, entstehen einmal gar keine Krankheiten, beziehungsweise wenn du sie regelmäßig anwendest. Und das ist der Punkt, wo ich ganz wieder bei dir bin. Du musst üben, du musst dranbleiben, genauso wie bei den Meditationen. Wenn du das regelmäßig anwendest, kannst du dich natürlich auch selbst heilen. Ich muss jetzt nur aufpassen. Natürlich, das Mentale spielt eine riesengroße Rolle. Und deswegen taugt mir diese Kombination so. Das Mentale spielt eine riesengroße Rolle. Wenn du deine Atemübungen machst, ja, und voll in die Atmung reingehst und sagst, naja, es wird eh nichts, ist ein Problem. Ja? Weil das Mentale spricht genau gegen deine Atemtechnik. Ja, du widersprichst dir selbst. Und ich darf auch als Instruktorin nicht sagen, Wim Hof-Methode ist eine Heilmethode. Darf ich nicht sagen, solange die Dinge nicht wissenschaftlich belegt sind. Ich darf nur die Dinge von mir geben, die wissenschaftlich belegt sind. Wie zum Beispiel, dass es entzündungshemmend ist. Warte mal, Sonja. Ja? Hörst du dich auch doppelt? Nein. Hör mich einfach. Okay, dann mach weiter. Ja, also wir haben die ganz klare Anweisung auch, dass wir quasi nur das als gegeben sagen dürfen, was auch nachgewiesen ist. Und das ist, dass die Methode entzündungshemmend ist und dass jede Krankheit mit einer Entzündung, in welcher Form auch immer, im Körper beginnt. Und wenn man zum Beispiel die Erfahrungsberichte von Menschen sich hernimmt, die Heilungen erlebt haben durch die Wim Hof-Methode, ist das immer in Kombination mit Mindset, Fokus, Atemtechnik, Kältetechnik. Und es gibt viele, viele Heilungen, von denen berichtet werden, die dann noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen sind. Deswegen darf ich jetzt nicht sagen, Wim Hof-Methode heilt Krebs. Darf ich nicht sagen. Ist aber schon vorgekommen. Ja, es gibt schon Erfahrungsberichte in die Richtung. Ich höre dich jetzt total im Hintergrund. Magst du vielleicht irgendwie noch Fragen beantworten? Habt ihr Fragen in den Kommentaren?
Ja, genau, stellt Fragen, damit ich wirklich auf eure Sachen eingehe, denn die Denn die Methode Methode ist. ist so. Ah, Ah, jetzt jetzt höre höre ich ich mich doppelt. doppelt. Okay. Okay. Ich kann. Dann. Oh. Jetzt höre ich dich gut. Jetzt hörst du mich gut. Passt, dann lassen wir das einmal so. Jetzt höre ich dich zwar nicht, aber okay. Gut, Hast du ich erzähle gesehen? jetzt mal. Sonja, kannst du. Etwas zur Okay. Atmung geben. Kannst du noch mal was zur Atmung sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Ihr kennt ja als eingefleischte Leute diese Anfangsatmung, die der Joe Dispenza manchmal macht, wo man die ersten drei Energiezentren anspannt und dann, er sagt, in den Kopf hinauf, die Energie in den Kopf hinauf atmet. Und sehr ähnlich ist die Wim Hof-Methode, nur dass man einfach wirklich vom Bauch in die Brust, in den Kopf atmet. Ja? Und wirklich jedes Mal eine volle Atmung. Also man macht es nicht so langsam, wie der Joe Dispenza das macht, dass er sagt, okay, langsam durch die Nase einatmen und hinauf, sondern man macht mit ein bisschen mehr Energie. Du machst das 30 bis 60 Mal. Es kommt immer darauf an, welche Atemtechnik du verwendest. Es gibt mehrere Atemtechniken. Im Fundamentalkurs machen wir die Basisatmung zum Eingewöhnen. Da machst du 30 bis 40 Atemzüge. Ganz wirklich voll einatmen und dann lass du los. Beim Ausatmen zum Beispiel ist es kein Ausatmen, das du bewusst steuerst, wie im Yoga. Ja, viele Leute, die vom Yoga kommen, die fangen dann an, so ja, langsam auszublasen. Nein, sondern es ist letting go, sagt er, also einfach gehen lassen. Ja, einfach auslassen. Und das machst du einige Male und dann beim Ausatmen hältst du dann die Luft an. Und da gibt es einfach ein paar Runden, die du machst und du spürst dann in deinem ganzen Körper, also du spürst direkt bei der Atmung, wie es in deinem ganzen Körper kribbelt. Du spürst, was sich tut. Bei der Atmung ist es so, dass du deinen ganzen Körper mit Sauerstoff anreichst. CO2 geht aus dem Körper raus, Sauerstoff kommt in den Körper rein und durch dieses Luftanhalten geht der Sauerstoff bis rein in die kleinsten Zellen. Also auch in unsere Energiezellen, also in die Mitochondrien rein. Das geht ganz gut. Und dadurch verbesserst du zum Beispiel deine Ausdauer beim Sport. Dadurch bist du leistungsfähiger. Dadurch bist du energiegeladen. Du hast mehr Energie. Allein durch die Atemtechnik. Wir atmen eh immer Angelika. viel zu wenig, oder? Genau, Und viel richtig, zu ja. flach. Also, genau, und das kann man bei den Workshops wunderbar. Also wirklich, das ist so genial. Ich gebe das Handy mal weiter weg, dass man das vielleicht sieht. Viele atmen bei der Brustatmung so. Ja, also so ganz wenig. Und es ist schön, wenn man einige Runden macht, dass man dann wirklich sieht, wie die Leute plötzlich so voll aufgehen und die Atmung wirklich total, wo sie wirklich durchatmen können, dann durch die Atmung. Das ist, also durch diese Atemtechnik, es ist so schön. Und da wird einfach so viel frei, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen beim Mentalen, ja, da wird einfach so viel frei auch wieder, dass die Leute einfach auch während des Atmens zum Lachen anfangen, zum Weinen anfangen. Und körperlich merkt man es, es gibt Leute, die fangen an zu krampfen, aber im positiven Sinne. Das heißt, jeder, der da einen Krampf hat, der sagt nachher, boah, das war total angenehm. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, Ja. man muss es selber wirklich gesehen haben und erlebt haben, dass man das nachvollziehen kann. Es ist in der Theorie ein bisschen schwer zu erklären, aber in der Praxis, was ich empfehlen kann für die, die sich interessieren und die sagen, ja, ich will noch kein Geld dafür ausgeben, diesen Minikurs, da gibt es einen gratis Minikurs, den man machen kann auf der Wim Hof-Seite zum Reinschnuppern nochmal. Ja. Und das Beste wäre natürlich, Patricia, bei dir zu Hause in dem See dort ein Workshop im Winter, das wäre überhaupt, Ja, ist jetzt genau, zu viel vor, das ist jetzt zu können wir viel uns vor im vornehmen, Winter. oder Sonja? Das wäre doch cool. Ja, das wäre ein Ziel, ja. Ist der zugefroren im Winter? Ja. Okay, das heißt, man muss im Frühjahr oder im Herbst dann. Also du kannst da, solange halt offen ist. Der See ist relativ lang offen, also bis Anfang, Mitte Januar. Ah, Ja, okay. friert dann so gegen Ende Januar wieder zu. Ja, okay, Kommt immer spannend, drauf ja, an. okay. Also wir haben jetzt auch wirklich diese Veränderung im Wetter. Es wird auch immer später, oder? Aber er friert zu. Aber bevor er Ja. zugefroren ist, wir haben auch Eistaucher. Die machen sich da die Ja. Löcher.
Ja, aber die haben ja einen Anzug an und so. Also das brauchen wir nicht mehr. So, aber lass uns Ja. das mal überlegen, weil hier, das wäre fantastisch, sowas zu Ja, machen. ja. Weil wir haben Ja, wir wirklich. können in der Gruppe fragen, wenn es Interesse gibt und so weiter, dann stellen wir was auf die Beine und dann komme ich in die wunderschöne Schweiz. Genau, und Das dann gehen wir ein ist bisschen kein Thema. baden. Ich übe Und jetzt dann gehen wir ein bisschen baden. den ganzen Sommer schon mal, weil in diesen Seen badet eigentlich fast nie, also badet niemand. Also, Ja, heute, die haben mich ja. angeschaut. Ja. Was macht denn die da? Ja. Aber sehr, sehr cool. Ich glaube, wenn jetzt noch Fragen sind, wir sind nämlich ja schon ganz, ganz lange hier dran, wenn wir die noch beantworten, wir könnten wie immer den ganzen Tag reden, oder? Weil das so spannend ist, was man alles machen kann, was man erreichen kann mit seinem Körper und mit seinem Verstand zusammen, wenn man das in Einklang bringt. Das macht uns unbesiegbar, oder? Es ist das. Das ist wirklich egal in welchem Bereich. Und das zu üben, wie auch immer, das lohnt sich doch sowas von. Ja, Also, absolut. habt ihr noch Fragen an die Sonja? Dann müsst ihr sie jetzt stellen. Letzte Chance. Ja, wenn es noch. Warten wir noch kurz, vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit zum Tippen. Ja, ganz klar, ganz klar. Ich kann inzwischen nur sagen, wen das Ganze interessiert, fangt wirklich an mit kalt duschen. Ja, probiert das einfach aus. Einfach für euch selber ausprobieren. Und wenn ihr ins kalte Wasser, wenn ihr auf den Regler auf kalt stellt, dann geht es kurz einmal so. Ja, einfach lang ausatmen, Fokus halten. Einfach so wie bei einer Meditation von Joe Dispenza. Schaut einfach, dass ihr in euch drinnen seid und versucht die Kälte anders zu spüren. Nicht als kalt, ich friere, sondern als angenehm, da kommt Energie auf mich runter. Ah. Einfach das Mentale ändern Ja. und dann aufs Körperliche umsetzen. Und das auch beim Schwimmen, wenn ich jetzt da weiter hier trainiere in meinem See, dann denke ich mir einfach, boah, das ist so angenehm, das Wasser, das revitalisiert mich, das tut mir so gut. Genau, einfach sag einfach, du schwimmst in der Energie und das merkst du auch, das merkst du körperlich. Und das ist einfach das irrsinnig Tolle an den ganzen Workshops, dass man am Schluss wirklich ins Eisbad steigt. Das heißt, man hat jetzt nicht nur quasi die Theorie, sondern man hat die praktische Umsetzung dabei. Und deswegen weiß man, wenn man im Eisbad war und man geht raus, geht man ins Leben und sagt, und ich schaffe andere Dinge auch noch, weil wenn ich das geschafft habe, schaffe ich alles andere auch. Darum geht es, oder? Weil wir sind ja Ja. grenzenlos. Wir müssen es einfach wieder lernen. Weil wir so viele Gedanken, Überzeugungen haben, die uns das immer wieder das Gegenteil versuchen zu beweisen. Aber wir sind auf dem Weg. Wir lassen uns nichts mehr vormachen. Wir wissen. Patricia, Ja. mir fällt da was ein, weil du sagst, Glaubenssätze, Denkmuster. Und zwar, ich habe zum Beispiel, oder in Österreich ist das sehr weit verbreitet, dass wir hören, im Winter zum Beispiel, geh nicht mit nassen Haaren raus, weil du verkühlst dich. Ja. Das ist so ein Glaubensmuster, das wir mitbekommen, und dann passiert das auch. Tatsächlich, und googelt das nach, ja, ich sage immer, glaubt mir nichts, sondern googelt alles nach. Weil ich kann euch viel erzählen, aber es gibt keinen einzigen medizinischen Grund dafür, warum man sich da verkühlen sollte. Und man verkühlt sich auch nicht. Also ich habe das dann selber ausprobiert mit, nein, warum soll ich krank werden? Ich gehe mit nassen Haaren jetzt in die Kälte und es ist alles okay. Und man wird tatsächlich nicht krank, sondern nur, wenn man daran glaubt, dass man krank wird. Also spielt sich auch im Kopf ab. Es gibt medizinisch wirklich keinen Grund, dass man da krank wird, außer Man glaubt. Wenn man schon krank ist und es ist noch nicht ausgebrochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ausbricht, stärker. Jetzt rein medizinisch. Ja, in unserem Denken, so wie wir zwei denken, sage ich, ist es noch lange kein Grund, dass man sich dann verkühlt. Aber jetzt rein medizinisch gesehen, wenn du gesund bist und mit nassen Haaren in die Kälte gehst, ist überhaupt kein Problem. Ich eine liebe Frau kennengelernt und die hat immer Migräne gehabt. Die hat für sich festgestellt, dass wenn sie immer ein Turban aufhat oder immer den Kopf warm hält, dass sie dann keine Migräne hat. Die kommt nicht Ja. mehr weg von ihrem Turban.
Genau. Genau aus diesem Grund. Es gibt auch viele Leute, die haben so Glücksbringer mit sich, und wenn der Glücksbringer mal nicht dabei ist, irgendein Stein oder so, dann schaffen sie das Leben nicht. Ja? Das ist einerseits okay, gut, da hat man was zum Anhalten. Andererseits, wenn der Stein weg ist, hat man genau die gleichen Kräfte. Das ist genau das Gleiche, so wie mit dem Turban, was du sagst. Und deswegen finde ich eben das auch so toll, wenn Dr. Joe Dispenza seinen Retreat sagt, hey, du musst nicht in Yoga-Sets, du musst nicht irgendwas Spezielles anziehen, du musst nicht vegan sein, du musst nicht anti-alkoholisch sein. Und ich denke, das ist so wichtig zu wissen, dass man alles machen darf. Es kommt nur darauf an, in der Balance, oder? Ich brauche die Balance. Ja. Etwas ganz zu verneinen oder aus seinem Leben draußen zu haben, das ist auch keine Balance. Ja, stimmt. Und was ich auch immer sage, ist, probiert die Sachen einfach aus. Ja? Einfach ausprobieren, weil nur wenn man Dinge ausprobiert, auf meiner Visitenkarte steht zum Beispiel glücklicher Leben durch Selbstexperimente. Ich bin ein riesen Fan von Selbstexperimenten, dass man einfach die Dinge ausprobiert. Und von mir aus glaubt man sie halt erst danach. Ist völlig okay, aber man muss sie tun, man muss sie ausprobieren. Genauso mit dem Kaltduschen, ja? Ausprobieren, ja? Einfach tun. Man kann Entscheidungen treffen im Leben, ja, ich mache das jetzt, aber eine Entscheidung ist nur dann eine Entscheidung, wenn eine Umsetzung folgt. Sonst ist es ja nur heiße Luft. Ja? Und was ich dazu sagen möchte, ist, dass man auch beobachten muss, welchen Mindset habe ich dabei gehabt, als ich dies und jenes Ergebnis bekommen habe beim Ausprobieren, oder? Dass man ganz genau weiß, wie war ich drauf, wie habe ich gedacht, wie habe ich mich gefühlt. Weil das macht so einen grandiosen Unterschied, oder? Weil das ist genau das, dass du einfach diesen Zustand, den Seinszustand haben musst, dass du dich gut fühlst. Ja. Und dann kriegst du auch gute Ergebnisse bei deinen Experimenten. Aber wenn du dich schlecht fühlst, dann kriegst du eben auch schlechte Ergebnisse bei deinen Experimenten. Ich denke, das ist super. Danke für die tolle Ergänzung. Ja, danke für die tolle Ergänzung. Absolut. Und deswegen dauert so ein Workshop auch 4 bis 5 Stunden, weil du wirst 4 bis 5 Stunden mental darauf vorbereitet und auch körperlich darauf vorbereitet, mit der Atmung zum Schluss im Eisbad zu sitzen. Also wenn der Workshop jetzt andersrum ablaufen würde, wäre es ein Problem. Ja. Das heißt, zum Schluss ist das Eisbad als Highlight und du wirst darauf vorbereitet, eben auch mit dem Mindset. Und das ist das, was du jetzt gesagt hast. Ja? Weil wenn ich reingehe und sage, man wird sicher kalt sein und ich werde sicher zittern und ich werde sicher frieren. Ja, und wie viele Leute gehen eben raus und sagen, oh, jetzt habe ich feuchte Haare, jetzt werde ich sicher krank. Es ist genau das oder sie lesen in der Zeitung Grippewelle und jetzt kommt die Grippewelle, ist da und dann sagen, oh, ich spüre es bei meinem Hals. Ja? Und dann rennt es nur, weil es in der Zeitung steht. Dann rennt ganz schnell zum Impfen. Ganz schnell muss ich geimpft werden. Das sind so schreckliche Muster, die in unsere Gesellschaft reingetragen werden und verbreitet werden, die uns sowas von in Abhängigkeit halten und nicht in unserer Größe und in unserer Stärke. Und deswegen ist es so wichtig, dass solche Sachen einfach immer wieder gesprochen werden. Und es gibt, ich will keine Dogmen. Ich finde, es braucht kein Dogma. Es gibt nicht nur die Methode. Es gibt so viele tolle Methoden. Und für jeden ist etwas dabei, was mit ihm selber in seinem persönlichen Mix einfach stimmig ist. Und das darf man einfach zulassen. Man muss nicht sagen, ja, es gibt nur den Weg oder es gibt nur den Weg. Gibt es eben nicht, oder? Da bin ich 100%ig bei dir. Und vor allem, das war zum Beispiel eine Challenge für mich in meinem Leben, andere so sein lassen, wie sie sind. Und wenn jetzt, ich sage mal Beispiel, meine Mutter sagt, sie muss jetzt unbedingt Grippe impfen gehen, dass ich jetzt nicht versuche, besser zu wissen, ja, sondern sage, okay, das ist ihr Weg. Ja. Ja, ich sage zwar meinen Weg, ich mache sie darauf aufmerksam, aber ob sie das dann annimmt oder nicht, das ist dann ihre Entscheidung und dass ich sie einfach so lasse, wie sie, also ihren Weg gehen lasse. Und wenn dann wer kommt zu mir und sagt, aber wie machst du das, dass ich erst dann meinen Rat verstreue und nicht aktiv versuche, als Weltverbesserer durch die Welt zu gehen,
weil da kommt man auf sehr viel Widerstand. Und in Wirklichkeit ist es eine Ego-Sache, weil man hebt sich ja selbst hinaus oder höher, man hebt sich selbst höher. Und im Prinzip ist es eine Ego-Sache. Und das ist völliger Schwachsinn. Sondern wenn wer kommt und um Rat fragt, sehr, sehr gerne und man kann Rat geben. Aber man muss nicht quasi durch die Welt gehen und sagen, ich weiß jetzt, ich habe die einzige richtige Lösung. Das ist das, was du auch meinst, weil jeder hat einen anderen Weg und für Genau. jeden passt einfach etwas anderes. Und das sich aber auch selber zuzugestehen und zu sagen, du, das ist jetzt nichts für mich mit dem Kalt oder mit den Meditationen vom Dr. Zero Dispenser, das ist nichts für mich, ich mache lieber Yoga oder was haben wir noch gehabt, Access Consciousness und das ist mein Weg, whatsoever. Es ist einfach, es geht einfach nur zu dir zurück oder es geht wirklich nur zu wissen, wer du wirklich bist und zu wissen, was du damit alles machen kannst, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Es geht wirklich nur um das. Und je mehr Menschen das für sich selber herausfinden und eben drüber reden, wie wir jetzt hier, desto mehr Effekt hat es. Viel, viel besser als zu sagen, nein, du musst jetzt anders machen, du musst anders machen. Das, was du eben vorher gesagt hast, was eben nicht funktioniert, sondern das Vorleben funktioniert. Und das inspiriert Genau, und das funktioniert. und deswegen finde ich auch super, dass wie du diese Gruppe gestaltest und dass du immer wieder so Videos machst, weil da kann sich dann jeder das rausnehmen, was für ihn selbst passt. Und deswegen finde ich das Lob an dich jetzt einmal Danke. genial, wie du das machst, genial, wie du diese Gruppe aufbaust, deine ganzen Live-Videos. Ich bin ja jetzt seit, ich glaube, März oder so in der Gruppe dabei und schau immer wieder hinein und ich finde das wirklich ganz toll und jeder kann sich wirklich das rausnehmen, was für ihn passt. Ja, das finde ich super, wie du das machst. Und da hat mir auch das Leben auch dabei geholfen, oder? Weil es war ja immer schon meine Meinung, dass ich eigentlich nicht dogmatisch sein will. Ich habe das quasi über den Dr. Joe Dispenza auch so gelernt und hatte dann ja den Namen der Gruppe so. Aber andere haben das halt nicht so gesehen. Und so toll. Ich musste den Namen der Gruppe ändern und jetzt haben wir Platz. Wir können uns ausdehnen und eben dogmafrei in Heilung, Glück, wie das auch dein Thema ist und Freude. Was wir brauchen, um zu kreieren und um die Welt besser zu machen. Genau, es ist jetzt viel breiter gefächert, ja? Und du Genau. kannst viel mehr den Leuten eigentlich noch viel mehr geben, als du es bis jetzt gemacht hast, einfach durch diese neue Freiheit, ja, absolut. Und deswegen danke ich auch an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob er noch zuschaut, dem Jürgen, weil das war seine Idee. Er hat gesagt, du musst unbedingt mit der Sonja Kontakt aufnehmen, unbedingt. Und dann habe ich gesagt, klar, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und deswegen großen Dank auch an dich, dass du dich da bereit erklärt hast und das rausträgst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir einen Workshop mit dir machen könnten, hier in meiner schönen, verschneiten Schweiz. Ja, wunderbar. Ja, da reden wir uns auf jeden Fall zusammen und ich auch danke an dich, Jürgen, falls du noch dabei bist, für die Connection, weil das war jetzt ein ganz, ganz tolles Interview. Ich habe mich total gefreut, Patricia, dich da auch mal live kennenzulernen. Also live im Sinne von Facebook Live kennenzulernen. Und es war wirklich total nett. Danke dir, Sonja. Und wie gesagt, wenn die das nachher noch anschauen, ich sage es jetzt hier, die dürfen auch noch Fragen drunter schreiben, oder? Du schaust Ja, ab und zu mal unter natürlich. das Video. Und wenn du einverstanden bist, werden wir das auch auf YouTube teilen. Du auf deinen Kanälen, ich auf meinen Kanälen, Ja, sehr gerne. dass ihr das auch Leuten weitergeben könnt, die eben nicht Teil der Gruppe sind, aus welchen Gründen auch immer oder gar nicht mal auf Facebook sind. Das gibt doch noch viele, die da nicht sein wollen. Ja, So. stimmt. Ja, danke Okay. Angelika, danke Sonja. Du musst das Video Danke. beenden, gell, liebe Sonja. Und Ja, mache ich. Servus, Papa. Ciao. Pfiatti. Ciao. Ciao. Ciao, Papa. Tschüss. Danke.